Die Welt steht auf dem Kopf. In Standard lässt die preisgekrönte Choreografin Raphael Giovannola alienhafte Kreaturen verkehrt herumtanzen. Zu sehen auf dem diesjährigen Tanz Mainz Festival. Zwischen Hoffnung und Angst bewegen sich die Tänzer des Faso Danse Theatre aus Belgien in Wakat. Humorvoll dagegen Graces, der Italienerin Silvia Gribaudi. Sie setzt ihren barocken Körper lustvoll in Szene. 12 Tage, 19 internationale Choreografien. Die Kunstsparte Tanz ist gesellschaftsrelevanter denn je. Ab Mittwoch in Mainz.